Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zum neuesten Video. Und ja, wie ihr seht, läuft Ancient Elz wieder. Was heißt, wie ihr seht, läuft es wieder? Ist es denn nicht gelaufen? Ja, genau, es ist nicht, war nicht online etwa 2 Tage, beziehungsweise es war schon online. Aber man konnte sich nur einloggen, man war nur auf dem Login-Server und als man den Server anklicken wollte, ging es ja nicht weiter. Es stand dann Timeout, weil es hat so lange geladen, es ging einfach nicht weiter. Und ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen darüber. Ich habe dann auch Generic Name wieder gespielt, also das heißt wieder gespielt, ich habe vielleicht 5 Minuten Seelen gemacht. Weil ich nicht wusste genau, ah, was muss ich jetzt hier machen, wo muss ich jetzt leveln, wie gut ist meine Rüssi und. Oder dass halt kein Preis mehr, kein nichts mehr im Kopf. Und dann dachte ich mir so, es ist schon gut, dass ich nur ein LC spiele auf einmal, weil das alles andere macht keinen Sinn. Einen Ritter und eine Heilerin zu spielen gleichzeitig oder auf 2 verschiedenen Server und. Das macht alles überhaupt keinen Sinn und ich habe mir gemerkt, ich bin richtig motiviert, um endlich die ganze Rüstung alles gemacht zu haben und dann wirklich endlich PvP zu machen. Und es hat mich so, ich war so, oh nein, was läuft jetzt mit dem Server, richtig so demotiviert wirklich. Und jetzt läuft es wieder, wie geil ist das denn? Ah, es ist so geil, man, endlich hier. Endlich hier wieder zu spielen. Und das ist einfach so eine Ansicht, da habe ich mir so gedacht, scheiße. Also Generic Name ist ja schon für sich ein geiler Server und ja, das ist schon geil, aber ich möchte hier meinen Charakter hoch machen. Er ist schon hoch, alles schon sehr gut hier mit der Rüstung. Die Rüstung muss einfach noch auf plus 25 kommen und dann möchte ich mir die Waffe noch, also nicht die, wohl genau die, auf plus 21 machen und dann den Schmuck noch, wie ich schon mal gesagt, den Lakenkette Egea und Ramslochhausklapp machen und dann ja, habe ich eigentlich alles erreicht. Und ich würde jetzt mal sagen, wir gehen noch eine kleine Runde in den Underground. Ja, ich habe mir kurz eine Gruppe erstellt, darum hier der Cut. Und ich kann euch wirklich, ich kann jedem das nur ans Herz legen, der wirklich mal, ja, der wirklich darauf Lust hat, auf sozusagen ein normaler Server, nicht wie Generic, wo alles abgeändert ist. Obwohl ich das auf Generic wirklich geil finde, weil ich finde, dort ist es so abgeändert, dass es gerade so gut original sein könnte. Also es ist nichts jetzt, nicht dass zum Beispiel die Flaggen in der Stadt sind nicht einfach knallrot, knallblau oder der Boden rot, sondern es ist alles so gemacht, es könnte gerade so gut original sein. Das ist ja auch die Fähigkeit von dem, der das macht, von dem Admin oder vielleicht, weiß nicht wie das Team ist, ob es da noch mehrere Leute gibt, aber derjenige, der das macht, macht es wirklich saumäßig gut. Und das muss ich wirklich sagen, das ist sehr geil grundsätzlich der Server. Jetzt wäre es noch geiler, wenn der Server Generic Name mit Ancient zusammen wäre. Generic Name aussehen und Ancient mit dem PvP. Das wäre noch eine Spur geiler, finde ich jetzt selber. Wenn ich wirklich so aus bin aufs PvP. Weil vor allem, ich finde, PvP ist das Anspruchsvolle. Hier zu leveln kann jeder. Also hier kann man ja, da braucht man ja keine Rüste dafür. Seht auch, wie schnell die down sind. Also wenn man wirklich sehen möchte, wie scharf die Rüstung, wie scharf die Waffe ist, sozusagen, dann muss man PvP machen und auch wie gut halt der Schmuck ist. Also ich meine, hier brauche ich keinen Schmuck. Oder? Ihr könnt auch sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes bringen soll, über was ich reden soll. Und jeder, der mal etwas anderes sehen möchte aus LC, kann auch gerne meine Videos schauen, wo ich Dead by Daylight spiele. Und vor allem die ersten 2 Videos, der andere Typ, der mit mir das spielt, das ist der
geheimnisvolle Kollege, der auch Rätsel spielt, den ich immer erzählt habe und nie in einem Video vorkam. Und ja. Ich würde jetzt auch mal, ich denke mir selber, ich muss nachher, oder ich will mir eben dafür Zeit nehmen für diese Quests, Lucky und so Quests, aber ich glaube, sobald ich hier fertig bin, probiere ich das mal ein bisschen. Die Hausklappdinger, das ganze Zeug, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Und nehme auch entweder mit, aber wahrscheinlich mache ich eher ein Musikvideo, wo ich dann ein bisschen level. Es wieder mal ein Musikvideo rauskommt, könnt ihr aber auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Was ihr lieber hättet. Logisch, das ist dann eigentlich zu spät, bis ich das sehe. Bis das Video online ist, habe ich das andere schon gemacht. Aber dann weiß ich es halt auch für die Zukunft, oder? Möchtet ihr überhaupt so Musikvideos sehen? Oder soll ich wirklich grundsätzlich nur noch Let's Plays machen? Obwohl ich Musikvideos immer richtig erfrischend finde. Einfach mal etwas zu schauen, ohne dass ihm so ein Idiot redet. Oh, sorry. Wer von euch kennt eigentlich schon alles hier, die der Underground, also das heißt schon, da gibt es ja auch schon Monate, wenn nicht Jahre. Also Jahre, ich habe nicht viel, also ja. Wenn es 2 Jahre sind, sind es ja schon Jahre. Nein, aber. Wer kennt denn von euch, wer spielt hier gern? Also ich finde es ganz etwas Geiles hier. Aber ich meine, was will man sonst machen? Das ist ja der einzige Tempel in diesem Level, also. Sonst außerhalb, aber ich spiele gern Tempel, also. Ich finde Tempel ist eigentlich das Beste. Weil halt hier wirklich viele Mobs sind, hier kann man viel, viel reißen. Und ja, ich würde mal sagen, ich glaube, das wäre es gewesen für heute. Knapp 5 Minuten gespielt. Und ja, macht's gut. Besucht mich mal im Game wieder. Schon keinen Feind mehr gesehen. Und ja, bis dann. Ciao miteinander, euer Obscuro94. Ciao.